Fällt Ihnen vielleicht noch was ein? Wollen Sie was dazu tun vielleicht noch? Jetzt lassen Sie mal rausreden. Ich würde Sie vielleicht mal fragen, haben Sie auch noch was mit der Explosion hier zu tun? Die Explosion, ich? Ja. Genau, ja, ich zünd das Haus an, wo ich selber drin wohne, klar. Ja, gut. Das ist ja wohl überhaupt nicht logisch. Vielleicht haben Sie dieses Ausmaß nicht gewollt. Vielleicht haben Sie es ja gesagt, naja, ein bisschen Schrecken einjagen geht ja und ich laufe da so gefahren. Ach so, ein Quatsch. Aus dem Grunde waren Sie auch so schnell hier oben, als Sie den Knall gehört haben. Ach, hören Sie auf. Weil Sie nicht wissen, wussten. Nein, ich sage jetzt auch nichts mehr. Reicht mir das. Aber Sie kommen mit uns auf die Wache. Polizeihauptkommissarin Ingrid Hall lässt den verdächtigen Nachbarn nicht vom Haken. Unterdessen begleitet Denise ihre jüngere Schwester in die Klinik. Dort hat Dr. Georg Becker die Behandlung von Timo, dem gemeinsamen besten Freund der WG-Mädels, gerade abgeschlossen. Auffällig war, dass er und Lauras schwer verletzte Mitbewohnerin mit derselben ätzenden Substanz in Berührung gekommen sein müssen. Ein Gemisch, das möglicherweise das Paket hat explodieren lassen. Sagen Sie mal, Sie waren ja vor Ort, wenn ich das richtig verstanden habe, bei dieser Explosion und kennen auch die Hauptverunfallte, die Frau Kempf, ganz ja, gut. Ja, kenne ich. Das ist meine Mitbewohnerin. Das ist richtig. Aha. Da kursierte irgendwie hier die Information, dass da unter Umständen ein Paket explodiert sein könnte. Ja, in der Küche lag ein komplett zerfetztes Paket. Da war sogar Ruß dran. Ich kann mir das nicht erklären. Und das haben Sie gesehen? Das habe ich gesehen, ja. In der Köln, ja. In der Küche, aber du meinst jetzt nicht meine Klamotten, oder? Ich habe vor einer Woche halt online was bestellt und es kam halt gestern. Da war nichts drin, was explodieren hätte können. Und Sie sind sicher, dass Sie das in der Küche dann ja, auch aufgerissen haben? Ja, 100%. Das stand halt da. Ja, genau, weil es kam in der falschen Größe und dann war ich so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ich möchte gerne, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir mit einem Schädel-CT nochmal eine weitere Ursache ausschließen. Entschuldigung, Herr Doktor, ich wollte Ihnen nur kurz Bescheid geben, dass die Patientin Anne Kempf auf der EMC jetzt wieder ansprechbar ist. Ah, danke an Olga, dass sie es ausgerichtet hat, ja. Danke, super. Isabel. Ne? So, dann machen wir das Herr doch. Doktor, ja? Darf ich zu Anne? Ja, magst du mich schon bitte? Wenn Sie befreundet sind, können wir es gerne machen. Ich war wirklich sehr erleichtert, dass es keine Paketbombe war. Aber was war es denn dann? Das interessiert nicht nur Denise, sondern auch den behandelnden Arzt. Als die beiden in Annes Zimmer kommen, ist die engagierte Umweltschützerin immer noch sehr geschwächt, kommt aber langsam zu sich. Der besorgte Timo hat die ganze Zeit am Bett seines Schwarms gewacht. Und das, obwohl die 25-Jährige ihm auf sein Liebesgeständnis einen Korb gegeben hatte. Haben Sie jetzt irgendeine Erinnerung noch an das, was Sie da gemacht haben, zeitlich um den Unfall herum? Also von dem Unfall weiß ich gar nichts. Ich weiß nur, dass ich habe gekocht, Nudeln und Tomatensoße, ganz normal. Das war auf dem Herd und ich stand davor und dann weiß ich nur noch plötzlich von der Seite ein Riesenknall und ja, ganz nah an meinem Ohr irgendwie und ja, mehr kann ich mich gar nicht erinnern. Nicht aufregen, Frau Kempf, es war eine echt explosive Tomatensoße. Aber die beiden Unfälle im weitesten Sinne haben also eigentlich zeitlich und kausal gar nichts miteinander zu tun. Das war nur alles zufällig am selben Ort. Als Anne sagte, sie wüsste auch nicht, was passiert ist, sie habe nur gekocht, habe ich gar nichts mehr kapiert. Ich meine, ich habe es ja gehört. Was hat denn dann sonst so laut geknallt? Ich bin 25 Jahren alt gekommen. 25 hört. So, es gibt ein paar neue Informationen aus der Klinik für euch. Wir suchen ja aktuell immer noch nach der Ursache dieser Explosion. Wir haben jetzt eine Aussage der ersten Verletzten, dass dieses Paket, da war wohl von einem Paket die Rede, dass das nicht in Frage kommt, da waren wohl nur Klamotten drin. Eine weitere Information betrifft eure Anfrage bezüglich Ralf Sommer. Tut mir leid, dass das ein bisschen gedauert hat. Den haben wir jetzt ausfindig machen können. Der ist im Urlaub auf Bali und wohl auch schon seit 2 Wochen. Den haben wir sogar über viele Umwege erreicht. Der meint, er muss eine gescheiterte Beziehung verarbeiten. Aber der ist nachweislich, das konnten wir prüfen, für die Tatzeit raus. Der ist also schon länger da. Okay. Wir schauen uns mal um. Vielleicht finden wir was. Nachdem die Beamten zuvor schon die Schlafzimmer der Frauen nach Hinweisen durchsucht hatten, nimmt sich Ingrid Hall das Badezimmer genauer vor und findet ein Rezeptbuch mit Anleitungen zur Herstellung von Naturkosmetik und Putzmitteln. Aber die Polizeihauptkommissarin macht noch eine weitere interessante Entdeckung. Guck mal, was ich gefunden habe. Essignatron. Essignatron, ja. Und hier habe ich ein Buch gefunden mit Anleitungen zur Herstellung von irgendwelchen
Lippengels und Körperlotion und Duschmilch, die scheinen sich hier alle möglichen Sachen, auch Reinigungsmittel, selbst zusammenzumischen. Ja. Ne? Pass mal auf. Pass mal auf, ich hab auch was. Pass mal auf. Schau mal hier. Oh. Und wenn man den Boden da vergleicht, dann nehmen wir das auch immer daneben. Guck mal, pass mal auf, stell mal hin. Halt das mal hin. Halt das mal hin. Oder stell das mal hier hin. So, das sieht doch gleich aus. Ja, genau. Ja, dann hat hier, also wenn man jetzt so eins zusammenzählt, die sind so hat groß. Hier möglicherweise so eine Flasche Essigen Natron beim Kochen gestanden. Und aus welchem Grunde die dann explodiert ist? Ja, würde ich auch sehen. Sollen sich die Chemiker mit beschäftigen? Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Von der Größe der Flasche passt es auf jeden Fall auf, wenn man die ganzen Teile jetzt zusammenfuckt. Vielleicht solltest du die Informationen hier an die Klinik weitergeben. Das gebe ich jetzt mal weiter. Das gebe ich weiter. Ja. Die neuesten Informationen aus der WG bringen Dr. Becker auf die Spur, wie es zu der Explosion gekommen sein dürfte und woher damit die Verätzungen von der auf Nachhaltigkeit bedachten Anne stammen. Seine Patientin wurde keineswegs das Opfer eines gewaltsamen Racheakts. Die 25-Jährige und ihre Mitbewohnerin dürften vielmehr, ohne es zu wissen, selbst das Unglück verursacht haben. Womit putzen Sie? Wie meinen Sie das? Ja, weil die Polizei da einen Glasbehälter gefunden hat, auf dem stand was von Essig-Natron. Ach so, ja, das haben wir für den Abfluss haben wir das gemacht. Wo stand denn der selbstgemachte Reiniger? Das stand auf der Spüle neben dem Herd. Ja, das war's dann. Wie das war's? Was meinen Sie denn? Das war die Ursache, warum die Flasche mit ihrem selbstgemachten Reiniger explodiert ist. Ach, das ist explodiert. Ja, Sie haben eine Säure und eine Base. Säure ist der Essig, Base ist das Natron, zusammengebracht. Und wenn man dann noch ein bisschen Energie dazu gibt in Form von Wärme, reagiert das ganz heftig miteinander. Und das nennt man im Allgemeinen Explosion. Das Ganze verbindet sich, setzt CO2 frei. Wenn das Ganze unter Abschluss von Sauerstoff noch weiterläuft, weil man zum Beispiel eine Flasche ganz schnell zugedreht hat, endet diese Reaktion zunächst. Wenn dann aber von außen doch noch Energie zugeführt wird durch Wärme, in unserem Fall durch den Herd der verunfallten Frau Kempf, kann dann schon mal eine kleine Explosion passieren. Ja. Deswegen. War ein Unfall. Es war ein Unfall. Ich denke, da hat jetzt wirklich niemand Schuld. Päckchen hin, Herr Decker her. Ja. Es war ein gefährlicher Unfall, der sie fast das Leben gekostet hätte. Jetzt, wo Denise hier ist, dann gehe ich jetzt besser. Warum? Du kannst auch gerne noch hier bleiben. Okay. Wenn du nichts dagegen hast, ja, gerne. Ja, finde ich schön. Na. Wenn man überlegt, dass es hier eigentlich nur um die Reinigung von Abflüssen ging, war es schon extrem dramatisch, wie viele Leute da zu Schaden gekommen sind. Und was da an persönlichen Enttäuschungen, Verirrungen und verabscheuungswürdigen Taten folgte, das war schon ein echter Hammer. Und auch die moderne Hausfrau, öko-orientiert, sollte heute ganz vorsichtig sein, wenn sie versucht, selber einen Bio-Reiniger zu basteln. Die Explosion war also ein Haushaltsunfall. Die umweltbewusste Anne musste für 2 Wochen in der Klinik bleiben. Die Lunge der 25-Jährigen hat sich aber vollständig erholt und auch die Verbrennungen und Verätzungen heilten ab. Der Nachbar muss sich vor Gericht verantworten, weil er Mitbewohnerin Laura gestoßen und zur Vertuschung im Keller eingesperrt hatte. Kumpel Timo ist weiterhin mit beiden Frauen eng befreundet. Und wer weiß, vielleicht gewinnt er eines Tages doch noch das Herz seiner Traumfrau.